Ich brauche also wieder mal neue Blocker-Codes. Ist ja mal was ganz Neues. Oh, hier sieht es schon viel schlimmer aus. John, Sie haben mich in die Zentrale gerufen. Es ist etwas Dringendes. Wenn ein Zug eintritt, ich habe den Code. Eintrifft, Entschuldigung. Pistole. Jetzt geht die Sache los. Zugführeruniform, Geld. Wie viel Schuss habe ich? Ich habe gar keinen Schuss. Okay. Ich muss hier dringend irgendwo Munition finden. Hier. Liste der aktuellen Routen. Alan Adams, BRT-2548. Bob Boscar, VC-24-1. Michael Meltron, MSTDNT-002. Charlie Checkers, VC-25-7. Edward Jones, Ballas-07. Die Frage ist, sind wir es auch da drauf mit dabei? Und das ist so eine Art Leitzentrale für die Züge, offensichtliche Pistolenmunition. Und laden. Mein Gott, sind Sie ein Retter? Gut, ich habe verstanden. Ich glaube, sie ist jetzt an Bord. Ich warte im Zug auf sie, genau. Pistolenmunition. Zigaretten. Nein, 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 nein. Okay. Kam etwas unerwartet. Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich da nicht durchkomme. Habe ich jetzt eigentlich alles eingesammelt? An den Leichen nichts mehr? Nee. Okay. Dann gehen wir mal hier runter noch. Oberhaus Metropol an Peter Wild. Bahnhofsvorsteher Wallach. Bestätigung des Blockercodes. 4436. Okay, ich weiß ganz genau, was hinter dieser Tür sein wird. Achtung. Noch nichts? Okay. Was ist da drin? Aha. Leer. Verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Okay, die Frage ist, haben sie was bewacht quasi? War dahinter irgendwas? Da war 100 pro irgendwas. Gesucht. Für den Bau des Wächters werden Ingenieure, Mechaniker und Bauarbeiter gesucht. Okay, das haben wir schon gelesen. Gut, ich habe den Blockercode, dann gehen wir also zurück zum Zug und ab geht die Post. Und ich habe schon wieder keine Munition mehr. Blockercode 4436. Los geht's. Der Zug setzt sich in Bewegung. So, erstmal gucken, Lüftung. Es war so knapp. Was ist dort passiert? Okay, Federung. Wer sind diese Leute? Ja, das frage ich mich auch. Bist du arg verletzt? Geht noch Hunger? Auch okay. Okay, das ist ausbalanciert. Der nächste Schutzraum war früher unter Ristel. Aber wer weiß, ob der noch offen ist. Okay, alles im Rahmen. Hier muss ich dringend nochmal nacharbeiten. Gut. Das ist schon wieder ständig gerät das aus dem Gleichgewicht. Okay, es ist Nacht, abends zumindest. Was macht das? Das ist okay. Easy, alles easy. Okay, ich gehe wieder zurück. Das hinten die Federung wird ganz sicher nochmal. Ja, die geht schon wieder. So, jetzt geht sie wieder, okay. Kontrolliere die Lüftung. Kontrolliere das hier. Alles okay, alles easy. Wie geht's ihr? Ihr geht's gut. Sie hat keinen Hunger. Federung.
Okay, Federung wieder im Rahmen. Sehr gut. Das ist okay. Das ist okay. Federung. Gut. Da kann ich ja echt daneben stehen bleiben. Wir sind angekommen. Nein, hier. Und ich brauche dringend Munition als nächstes. Dringend. Sonst werden wir das nicht lange überleben. Ja, witzig. Hä, ist hier nirgends Munition? Verschlossen. Verdammt, da oben ist sowieso, sind sowieso so schwarze Gestalten, oder? Oh Gott sei Dank, da ist Pistolenmunition gewesen. Okay, bitte sei niemand drin. Was brauche ich mit Tabletten und Toilettenpapier? Ich brauche Pistolenmunition. Und vor allem, wo ist der Schlüssel? Na. Hä, was ist mit der Zeitung? Das ist ein übelst cooler Effekt. Okay. Ach, es gibt auch Kopfschussmöglichkeit. Okay, da muss ich definitiv drauf achten. Okay, ich lade nach. Okay, ich muss echt aufpassen mit den Patronenhülsen. Okay, und dran vorbei, dran vorbei, dran vorbei. Bitte. Nein, 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 nein. Pistolenmunition. Nachladen. Verdammt, ich hätte noch einen Stuhl gehabt zum Schmeißen. Okay, was steht hier? Na und? Ist das dein Ernst? Der sitzt den ganzen Tag auf dem Klo, statt zu arbeiten. Ich muss seine ganze Arbeit erledigen. Vielleicht ist er krank. Er ist einfach nur faul. Eine Sekunde, der Chef ruft. Mark, bist du da? Ich würde sogar lesen, was auf der Zeitung steht, aber die fliegt mir echt ein bisschen zu schnell durch. Da ist 100 pro ein irgendwo auf dem Klo. Nein, und es ist leer. Schon wieder keine Munition. Nein! Okay, der greift, der Klein, gegen den Kleinen, muss ich definitiv abschießen. Okay. Okay, kommt raus, 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 raus. Ich heile mich mal kurz. Und nachladen. Okay. Ich mache jetzt einfach am besten nicht die rechte Toilette auf. Und dann müsste das eigentlich klar gehen. Nochmal lesen. Oder bricht er trotzdem durch? Nein, bricht er nicht. Sehr gut. Bahnhofsschlüssel, Lumpen, Zugführeruniform. Ich brauche trotzdem dringend Munition. Nee, das sollte ich nicht riskieren. Ich habe den Schlüssel, den ich brauche.
Ich muss leider weiter. Das ist leider nicht möglich für mich. Ich hoffe, ich finde da oben noch mal ein bisschen Munition. Zettel. Oberhaus Metropole an Ron Taylor, Bahnhofsvorsteher Midford. Bestätigung des Blockercodes 3733. Schießpulver. Habe ich eigentlich irgendwie... Na super. Ich habe geschossen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Inventar. Und ich guck mal kurz in die Steuerung rein. Switch Weapon, Use Medkit, Movement, Action, Reload. Nee. Okay, 3733. Auf zur nächsten Station. Und hoffentlich mal etwas mehr Munition irgendwo finden. Wäre mir echt recht. Würde ich mich freuen drüber. Weil die wird langsam echt knapp. Okay, was? Okay, es ist definitiv die Klimaanlage hier. Also die Lüftung, die hier rumspinnt. Hier, alles easy. Auch Lüftung stimmt gerade. Federung stimmt auch. Sie hat noch nicht Hunger, alles gut. Lüftung korrigieren. Gut. Moment, wo verändert. Ah, hier hinten, oder? Ja, hier hat sich's verändert. So, was haben wir noch alles? Ja gut, hier wieder in der Mitte. Ist jetzt irgendwie ein bisschen langweilig fast gerade. Wie geht's hier? Okay, wir sind jetzt also weiter. Ich finde den Effekt eigentlich voll cool gemacht, dass wir immer an dem Berg dran vorbeifahren. Und dann sind wir einfach im nächsten Abschnitt immer. Boah, ich finde dieses Spiel einfach so genial. Ich weiß nicht, also mir gefällt es einfach. Ich freue mich. Okay, sind wir jetzt dann irgendwie da oder kann vielleicht mal irgendwas passieren? Okay, was ist das da für grünes Zeug im Hintergrund? Ich sollte ihr was zu essen bringen, ja. Einmal Essen für die Dame. Und bitteschön. Wir sind angekommen. Wo sind wir denn diesmal? Und das sieht schon echt, echt heruntergekommen aus hier. Ja. Hä? Kann ich hier interagieren mit irgendwas? Okay. Verschlossen. Dann muss ich also erst hier oben entlang. Ja, toll, ich habe keine Munition mehr. Könntest du es bitte lassen? Danke. Pistolenmunition. Nein, nein, nein. Ich komme hier nicht weiter? Oder muss ich es zerschießen? Okay, ich muss es auch noch zerschießen. Kostet mich auch noch Munition. Nein, 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 nein. Nein. Ja. Ach, ich bin doch auch ein Vollidiot. Ich kann ja schlagen. Natürlich. Ich hasse es. Ich dachte schon, ich habe gar keine Möglichkeit mehr, jetzt irgendwie vorwärts zu kommen. Und hier wäre auch noch ein Stuhl gestanden. Na, ganz toll. Pistolenmunition, nachladen. Ich wollte schlagen. Ich habe die Maustaste verwechselt. Und da wäre auch noch ein Klo gewesen zum Werfen. Okay. Muss mich ein bisschen mehr konzentrieren.
Nein, das ging aber jetzt schnell runter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell weg ist. Wo starte ich neu? Ah, okay, hier. Und einmal heilen, bitte. Gut. Das habe ich schon mitgenommen. Weiter geht's also. Okay. Hier runter. Ah, ich kann es auch einschlagen. Okay. Warte. Okay, so geht das Ganze doch. Essen. Okay, immer schön vorsichtig. Gut, geschafft. Die Schnellen sind echt schwierig zu kriegen. Okay, ein Zettel. Liebe Martha, das Zimmer in der Herberge ist viel kleiner, als ich erwartet hätte. Es gibt hier nichts, nur einen Tisch und ein Sofa. Vielleicht kann ich im Büro schlafen. PS, mein Nachbar hat ein riesiges Fenster im Bad und alle können zuschauen, wie er duscht. Was zum Teufel? Okay, vorsichtig nach unten. Was habe ich hier? Gib mir meinen Löffel zurück. Jeder in der Herberge weiß, dass du die klaust. Okay, hier gräbt also jemand Tunnel. Hat gegraben. Pistolenmunition, ich lade mal nach. Der ist schwierig. So geht's. Kombination aus Schießen und Schlagen. Hervorragend. Okay. Ich dachte gerade, das war nicht voll fies mit dem Masten hier vorne in der Mitte. Habe ich eigentlich alle Zimmer angeguckt? Ja, hier komme ich nicht mehr weiter. Okay. Okay, ich muss mich wieder heilen. Das ist mir zu risikoreich. Hier liegt jede Menge rum. Kann ich nicht noch irgendwie eine andere Schlagwaffe wenigstens mitnehmen? Ich lade mal nochmal nach. Ah, Batterie. Ich weiß ganz genau, wo die hingehört. Moment, hier ist noch ein Zettel. Kann ich den Zettel... Ich will den Zettel lesen. Mann, ich will viel mehr Hintergrundinfos zu dem Spiel haben. Ja, das war so klar. Okay. Gut, eine Munition haben wir wenigstens noch. Ich hätte damit auch werfen können. Ah, hier unten sitzt jemand. Oh Gott, wer bist du? Dort sind was. Oh, gut. Okay, wir nehmen ihn also im Zug mit. Es war einmal in einer kleinen Stadt. Es lebte einmal ein König. Ein König, der in einem Land lebte. Sehr kreative und einfältige Geschichte. Sehr gut gemacht. Okay, den haben wir jetzt an Bord. Okay, ich lege mal die Batterie nochmal vorsichtshalber ab, weil ich weiß nicht, ob ich die werfen kann danach. Und dass die nicht zerbricht. Okay. Und jawohl. Langsam habe ich den Dreh raus. Was liegt hier? Schlüssel. Batterie. Ah. Ich nehme mal den Stuhl in die Hand. Sehr gut. Und Schuss. Der war daneben. Das war ein bisschen... suboptimal. Okay, Blockercode. Oberhaus Metropol an Dave Pettigrew, Bahnhofsvorsteher Bridgestone. Bestätigung des Blockercodes 5882. Was haben wir hier drin? Pistolenmunition, da freue ich mich natürlich. Aber er kann, glaube ich, im Moment nicht nachladen. Ich lade mal kurz so nach.
Kann ich da noch irgendwie am Laptop was lesen? Nein. Okay. Und die Batterie kommt hier rein, oder? Jawohl, die Batterie kommt hier rein. Und jetzt kann ich den Code eingeben. 5882. Und weiter geht's. So, wir haben zwei Fahrgäste an Bord. Lüftungssysteme, okay. Ja, okay. Das hier rastet gerade ein bisschen aus. Aber gut, ich guck mal noch nach dem hier hinten. Federung auch okay, Gesundheit auch okay. Okay, Moment, was verändert sich hier? Falsche Richtung. So, halten wir das mal einigermaßen im Gleichgewicht. Ich will immer noch diesen Zettel hier lesen. Aber das Spiel lässt mich leider nicht. Schade. Okay. Kann ich eigentlich mal gucken? Von der Karte her sehe ich da, wie weit ich da noch jemals... Ach ja, da, tatsächlich, das sehe ich, wie weit ich noch fahren muss. Wegen der schlechten Bodenverhältnisse wurde beschlossen, die Rohre aus Bristol oberirdisch zu verlegen. Unterkunft in Bridgestone ist sehr günstig, da es in der Nähe der Stadt viele Müllhalden gibt. Vermont White hatte versucht, die Bevölkerung in der Stadt anzusiedeln und die Siedlung zu schließen, doch sein Nachfolger Armand White führte diese Linie nicht fort. Okay, ich kann da sogar auch immer Informationen darüber erhalten, aber ich glaube, ich muss hier dringend wieder zurück. Ja. Ich muss das wieder nachkorrigieren. Gut. Kann ich die Bahnhöfe auch... Nevels A5. A5, Entschuldigung. Der Bahnhof Nevels A5 liegt in der einer Stadt, die sich um das Werk Morgenstern ausbreitet. Das Werk versorgte die Umgebung mit Wärme und wird von Michael Neville geleitet, der von seinem Vater geerbt hatte. Okay. Bridgestone. Ah, das hatte ich gerade vorgelesen. Das war nicht der Zug. Ne, den Zug kann ich nicht anklicken. Mitford. Ortschaft in einer Ebene in der Nähe des Kraters Emmerich. Im letzten Jahrhundert wurden hier die ersten Elektrikum-Ausgrabungen aller Zeiten durchgeführt. Da die Versuche, ein Hauptfeld des Minerals zu finden, scheiterten, wurden die Bohrarbeiten gestoppt und erst 20 Jahre später in Bristol fortgesetzt. Okay, den Rest lesen wir das nächste Mal. Ich korrigiere das noch. Aus irgendeinem Grund, ich weiß, wir sind angekommen. Und wir sind angekommen.